Wie kann ein Mann eine Frau so behandeln? Noch dazu eine Frau, die ihm teuer sein müsste. Verdient denn ihr zartes Geschlecht nicht ein wenig Rücksichtnahme? Mit welchem Recht erwarten Sie das? Warum sollte wohl ein Ehemann seine Frau glücklich machen, frage ich Sie. Wenn es nicht so gewollt wäre, von der Natur gewollt, dass ein Geschlecht das andere beherrscht, dann hätte sie doch beide mit gleichen Kräften ausgestattet. Stattdessen aber, was ist die Frau? Eine niedere, schwächliche Kreatur, in jeder Beziehung dem Mann unterlegen. Lange nicht so schön und wohlgeformt wie er, ohne Geistesgaben, eher abscheuerregend als Bewunderung. Ein Geschöpf, das drei Viertel seines Lebens krank ist. Das nicht einmal imstande ist, jederzeit seinen Gatten zu befriedigen. Weil die Natur es einfach nicht zulässt. Die Frau ist erwiesenermaßen ein minderwertiges Wesen. Ist doch ernsthaft die Frage aufgeworfen worden, ob dieses Geschöpf, das vom Mann so verschieden ist wie der Mann vom Affen, ob sich dieses Geschöpf eigentlich Mensch nennen darf. Oder denken Sie an Rom? Von dort höre ich den weisen Cato mir zurufen, wenn wir Männer ohne Frauen wären, dann würden die Götter mit uns Umgang pflegen. Und ich höre die Weisen und Dichter der Griechen. O mächtiger Zeus, ist es denn notwendig gewesen, das Weib zu erschaffen? Konnte dein erhabener Geist nicht eine andere Art ersinnen, den Sterblichen das Leben zu geben, die ihm für immer die Geißel Frau erspart hätte? Nur weil ich das Unglück habe, in einem rückständigen Land zu leben, unter einem unwissenden Volk, einem Volk, das zu beschränkt ist, um seine lächerlichen Vorurteile aufzugeben, nur deshalb soll ich auf ein Recht verzichten, das mir die Natur verliehen hat? Ich werde meine Frau auch weiterhin so behandeln, wie es im Gesetzbuch des Universums steht, im Gesetzbuch meines Herzens und der Natur. Und der Natur. Und der Natur. Frauenfeind! Mädel, deine Sprüche sind alle für den Arsch. Was quatschst du für Scheiße? Was laberst du mich voll? Denkst du, du bist lustig mit deiner verkackten Art? Ich komm mir nicht klar mit deinem Rumgelaber. Du siehst aus wie ein Stück Scheiße mit zwei Augen und einem Zange. Halt dein Maul, Frau, du gehst mir auf den Sack. King Orgasmus von, fickt jetzt tief in dein Arsch. Fotze, mach mir was zu essen und danach gehst du putzen, so wie sich das gehört. Warum denkst du, du wärst was Besonderes? Du bist keine Lady, du bist ne Hure. Hure, du dumme Hure. Hassfrau, du nicht ich, Mann. Fick mich und halt dein Maul. Hassfrau, nichts ich, Mann, fick mich und halt dein Maul. Hassfrau, du nichts ich, Mann, fick mich und halt dein Maul. Hassfrau, du nichts ich, Mann, fick mich und halt dein Maul. Hassfrau. Frauenfeind!